Moin Leute, willkommen zurück zu Zelda Gold Quest und vielleicht seht ihr es schon, ich habe sie gesucht und ich habe sie gefunden. Die letzte goldene Skulltula des Waldtempels und ja, jetzt ist es gut, dass wir schon die Eisenstiefel haben und die Zora-Rüstung. Ja, dadurch können wir nämlich jetzt hier ganz einfach ins Wasser springen und uns jetzt die goldene Skulltula hier unter Wasser snacken. Es ist tatsächlich die letzte. Ich hatte es vorher schon mal geschaut, ob ich noch weitersuchen muss oder nicht. Es ist die letzte. Ich kann euch das jetzt auch gleich noch auf dem Screen hier beweisen. Hier, da haben wir das Symbol, dass wir alle goldenen Skulltulas eingesammelt haben im Waldtempel. Und damit fehlt uns jetzt tatsächlich nur noch der Bossfight. Und ich habe auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht, wie wir dann weitermachen wollen. Natürlich wollen wir zum einen die letzten zwei goldenen Skulltulas im Kokiri-Dorf noch holen. Ist ja gar keine Frage. Aber wie mache ich dann danach weiter? Gehe ich danach in den Feuertempel? Ja. In der Hoffnung, dass ich dafür dann gut genug ausgerüstet bin. Oder gehe ich in den Wassertempel, weil ich schon die Zora-Rüstung und die Eisenstiefel habe. Mit der Gefahr allerdings, dass ich vielleicht den Eisenhammer benötige, den ich noch nicht habe. Okay. Okay, jetzt hat's geklappt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das Spiel jetzt wieder abstürzt. Aber jetzt hat's geklappt. Und die Bilder sind komplett anders. Die Bilder sind komplett anders. Okay, was sind das für Bilder? Kann das jemand von euch erkennen, was hier auf den Bildern zu sehen ist? Können Sie mal das ein bisschen näher anschauen? Ist es Ganondorf? Aber was soll das darstellen? Ich kann es nicht so richtig deuten. Ja, vielleicht wenn wir es ein bisschen weiter weg uns anschauen. Also ich kann es nicht so richtig deuten, was das darstellen soll. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was das darstellen soll, schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ich habe gerade ehrlich keine Ahnung. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, inwiefern ich erkenne, aus welchem Bild der falsche Ganondorf kommt. Aus welchem Bild der falsche Ganondorf kommt. Ja, starten wir den Bossfight. Vielleicht ist das auch die Schwierigkeit, dass man es eben jetzt nicht mehr erkennt und man so ein bisschen gamblen muss. Würde ich jetzt nicht so feiern, sage ich euch ganz ehrlich. Würde ich jetzt nicht so feiern. Ja, Evil Spirit from Beyond, Phantom Ganon. Naja, egal, ich habe zwei. Okay, doch, man sieht ihn zumindest reiten. Man sieht ihn halt bloß nicht den Berg irgendwie runterreiten. Das ist er, das ist er, das ist der echte. So, erster Hit. Wie viele Hits braucht er? Braucht er mehr Hits? Okay, man sieht ihn auf jeden Fall den Berg runterreiten. Wir müssen wieder schauen. Der richtige Phantom Ganon ist immer der, der so ein bisschen heller aussieht. Ja, beim Runterreiten. Der falsche, der sieht immer ein bisschen finsterer aus. Ich würde das euch zwar gerne... Hier, da seht ihr es vielleicht, dass er ein bisschen finsterer aussah. Das ist, glaube ich, nicht der richtige. Ja, genau. Da leuchten die silbernen Teile von ihm deutlich mehr. Okay, Phase 1 geschafft. Dreimal gehittet. Mal gucken, wie lang Phase 2 ist. So, nice. Erstmal den ersten Hit gelandet. Perfekt. Ich hasse es, wenn er so nah dran ist. Ja, dann schlägt man halt meistens die Kugel weg von ihm. Oder man ist einfach... Klar, schlag doch direkt wieder zu, während ich noch am Boden liege, du dreckiger Sack. Ah, okay, okay. So, jetzt kommt das Tennisspiel. Auch das ja deutlich schwieriger als tatsächlich das gegen Ganondorf am Ende des Games. Oh, jetzt haben wir ordentlich ausgeteilt. Das war crazy. Okay, so. Die Attacke, die kann zum Beispiel auch Ganondorf nicht. Keine
Ahnung, ob man die irgendwie auch zurückschleudern kann oder nicht. Ich glaube, der muss man einfach ausweichen. Perfekt, du positionierst dich richtig gut, dass ich richtig viel sehe. So, war es das jetzt für ihn? Ja, das war's. Easy win. Und damit haben wir den Waldtempel zu 100% abgeschlossen. Wenn wir uns jetzt noch die restlichen zwei goldenen Scutulas holen im Kokiri-Dorf, dann kann ich mit gutem Gefühl behaupten, dass wir den kompletten Wald geklärt haben. Boah, das ist ein gutes Gefühl, sage ich euch. Das ist ein richtig, richtig gutes Gefühl. Das Einzige, was das sein kann, dass wir irgendwo vielleicht ein Herzteil liegen lassen haben im Wald. Keine Ahnung. Aber das müssen wir dann am Ende schauen. Snacken wir uns den Herzcontainer. Damit haben wir jetzt 12 Herzen. Und verabschieden uns aus dem Waldtempel. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wo der Sinn dahinter war, dass man die Bilder geändert hat. Keine Ahnung. Vielleicht war es einfach bloß ein schönes, kleines, extra Gadget. Ja. Und damit sollten wir von Salia jetzt das Medaillon erhalten. Ja. Wir sehen es jetzt eine Weise. Offensichtlicherweise, ja. Ist okay. Nimm das. Scheint ja richtig, richtig begeistert zu sein, dass sie die Weise des Waldes ist und mich unterstützen darf im Kampf gegen Ganondorf. Irgendwie sind die ganzen Charaktere im normalen Ocarina of Time Game deutlich motivierter. Hier sind die alle irgendwie genervt. More Junk. Super. You received the Forest Medallion. More Junk. That's what we need. Okay, also für alle, die es vielleicht sich nicht übersetzen können. Mehr Müll. Genau das, was wir brauchen. Aber es ist halt wirklich so, ja. Wir haben dieses scheiß Waldmedaillon. Was bringt es uns denn? Richtig gar nichts. Ich liebe diese weiße Rüstung. Diese weiße Zora-Rüstung, die hat was. Die sieht so unfassbar clean aus. Erzählt er uns jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Ja, ja, bla bla bla. Ich bin Heiliana. Okay, gut. Damit sind jetzt auch die ganzen Kackbiester weg. Genau. Es ist schön zu sehen, dass du nicht tot bist. With my magic powers and ninja skills during your dangerous... Vor allem... Hab keine Angst. Ich verspreche dir nicht zu helfen. Als ob ich es unbedingt allein schaffen will. We want to return. Ja, genau. Die Zeilen hat man nicht verändert. Willkommen, when you will have to return here quickly. Genau, und dafür lernen wir jetzt die Kantate des Lichts oder Prelude of Light. Also, damit können wir jetzt natürlich auch sehr schnell jederzeit hierher zurückkehren. Das ist super. Vor allem dann als junger Link, wenn wir hier fix wieder die Zeit wechseln wollen. Und ja, wie gesagt, wir holen uns jetzt gleich noch die zwei goldenen Skulltulas im Wald. Und danach, ja, wir gehen ins Goron-Dorf und holen uns dann... Oh, diesmal nur Think Fast, nicht mit Nut Attack, okay. Danach gehen wir ins Goron-Dorf, holen uns auf jeden Fall die Feuerrüstung. Und gehen dann zum Todeskrater. Wir gehen dann definitiv zum Todeskrater und starten den Feuertempel. Ganz klare Sache, ganz klare Angelegenheit. So, Location Nummer 1. Also ich weiß nicht, warum ich nie hier oben... Vielleicht habe ich sie auch am Anfang gesehen hier oben, habe es wieder vergessen. Location Nummer 1 natürlich an unserem Baum hinten dran. Ist eine goldene Skulltula, die wir uns holen können. Ja, scheinbar habe ich das damals vergessen. Egal, damit haben wir Skulltula Nummer
95. Und wo war jetzt die 96 gleich nochmal? Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ich glaube, auch die hatten wir bereits gesehen. Ich hab's nur vergessen, dass sie existiert. Nämlich dort oben, falls ihr euch erinnert, dass ich als Erwachsener links sogar extra noch ein zweites Mal auf den Laden gegangen bin, ja? Vielleicht habe ich es auch rausgekattet, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall bin ich extra noch mal ein zweites Mal auf den Laden gegangen, um zu schauen, ob dort hinten, wo die Rubine sind, ja? Ob dort hinten die goldene Scutula versteckt ist. Ja, nee, ist es nämlich nicht beim Erwachsenen Link, aber beim jungen Link ist dort hinten eine goldene Scutula. Und die snacken wir uns jetzt mal ganz gekonnt. Und wir müssen den Boomerang auch selber werfen. Gar nicht, weil die so weit weg ist, sondern selbst wenn ich jetzt ein Stück näher rangehe und die anvisieren kann, dann wirft er den Boomerang immer so einen Bogen und dann bleibt hier mal an der Kante hängen. Und damit haben wir jetzt auf jeden Fall auch alle goldenen Skulltulas im Kokiri-Wald. Und falls ihr mir das nicht glaubt, zeige ich euch das natürlich. Hier, Lost Woods, Kokiri Forest, Dekobaum alles geklärt, Waldtempel alles geklärt. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Ja, Flo, sagtest du nicht, du willst zum Todesgrader und jetzt den Feuertümmel machen? Ja, sagte ich. Und dann erinnerte ich mich, es gibt ja auch noch sowas wie Sidequests, die man machen kann. Wie zum Beispiel die Tauschquests. Und ich glaube, die können wir sogar komplett clearen. Ja, die können wir sogar komplett abschließen und bekommen hoffentlich dann auch das Bikoron-Schwert dafür. Und ich hoffe, dass die Zeiten nicht irgendwie gottloser geworden sind. Und das... Oh, 2 Minuten. Das ist, glaube ich, gottloser geworden. Ich glaube, das waren mal 3 Minuten. Und ich glaube, wir hatten dann nämlich auch 4 Minuten, um hoch zum Todesberg zu kommen. Okay, dann ist das tatsächlich gottloser geworden. Aber ich denke, 2 Minuten sollten trotzdem machbar sein mit Epona. Ja, wir müssen in Kakariko dort zu der alten Hexe. Sollten wir schaffen. Sollten wir schaffen. Aber ich denke trotzdem, es ist gottloser geworden. Also, wir dürfen uns definitiv keine Fehler erlauben. Ja, und ich weiß, wir haben ja auch noch die Nachtschwärmer-Quest, die wir machen könnten. Ja, und da freut sich der eine oder andere von euch bestimmt auch riesig drauf, mich da richtig leiden zu sehen. Ich glaube, dass ich die aber auch so ein... Oh, hier ist auf jeden Fall einer. Sehr interessant. Dass ich die auch so ein bisschen in Anführungsstrichen offscreen aufnehmen werde. Und euch das dann irgendwann zu einem Anfang der Folge oder zu einem Ende irgendeiner Folge reinkarte. Die 10 Locations der Nachtschwärmer. Weil da gibt es eh nicht viel von meiner Seite dann zu kommentieren. Außer, und hier haben wir Nachtschwärmer Nummer 7698. Ja, wir sammeln den ein und ja, dann machst du das. Boah, das ist so gottlos. Also, Fehler dürfen mir keinen unterlaufen. Oh, ich hatte kurz Angst, dass der Magieladen ja so broke war, dass wir hier nicht rein können, ohne dass das Spiel abstürzt. Aber ich glaube, hier kamen wir noch rein. Nur in den anderen Laden kamen wir nicht rein, ne? Genau. Okay, perfekt, 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 perfekt. Wir haben immer noch mehr als genug Zeit, das zu lösen. Aber ich glaube halt so, dann mit den kürzeren Zeitabständen wird das deutlich ekliger. So, wir bekommen dann die Medizin. Ich glaube, die war nicht zeitlich begrenzt. So, ich glaube, wir mussten auch zuerst genau mit der sprechen. Und dann zeigen wir der den Pilz, genau. Okay. So, wir sind zurück in den verlorenen Wäldern mit unserem Modertrank, den wir jetzt dem Kokiri-Mädchen geben. Und genau, es gehört dem Wald, gibt's zurück und wir bekommen die Säge. Und stellen uns die Frage, ob wir auch uns zum Stahlfass entwickeln. Ja, man könnte natürlich auch drüber nachdenken, die Gerudo-Festung zum Beispiel noch zu machen, schon zum Geistertempel. Also so viele Dinge, die man tatsächlich hier schon angehen könnte auch. Anstatt jetzt dann als nächstes straight in den Feuertempel zu gehen. Aber es kann halt die richtige Entscheidung sein, in den Feuertempel zu gehen. Es kann halt aber auch die komplett falsche Entscheidung sein. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ja. Schauen wir mal. Epona rennt mal wieder gegen den Baumstamm. Stark. Gutes Mädchen. Cleveres Mädchen. Tolles Mädchen bist du.
So, hier lag dieser Scheißstein, ne? Aber die silbernen, die konnte ich, glaube ich, anheben. Die silbernen konnte ich, glaube ich, anheben. Genau, mit den silbernen Schuhen können wir die nämlich anheben. Genau. Und wegschmeißen. Und damit können wir dann mit Epona auch hier hochreiten. Worauf ich richtig Bock habe, ist das jetzt jedes Mal zu machen, wenn ich hierher komme. Weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Steine jetzt jedes Mal aufs Neue spawnen. Und wir die dann jedes Mal aufs Neue hier wegmachen müssen. Um dann hier langreiten zu können. Alter, hier sind zwei rote Steine. Na klar, die bauen wir ja auch noch zwingend. Ist hier hinten die Schatzkiste, die sonst meist? Nee. Oh, wir haben hier aber... Ja. Oh, okay. Navi gibt tatsächlich mal einen sinnvollen Hinweis. Hier dahinter scheint eine goldene Scutula versteckt zu sein. Die können wir uns noch nicht holen, weil... kein Megaton-Hammer. Und ich weiß gar nicht, ob dort hinten auch noch eine Grotte ist. Okay, geben wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier dem Mann hier seine Säge. Und der gibt uns genau das zerbrochene Bigoron-Schwert. Okay, damit müssen wir jetzt zum Todesberg hoch. Zu Bigoron. Oh, ey, diese Tauschquest, ich merke gerade doch wieder, wie nervig das alles war. Vielleicht hole ich mir da dann gleich bei der Gelegenheit auch die Goron-Rüstung und das Bolero des Feuers, um dann nicht jedes Mal wieder dorthin laufen zu müssen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber vor dem Feuertempel sollten wir uns auf jeden Fall das Bigoron-Schwert holen. Ja, Leute, ich habe die Wundererbse genommen, um einfach mal direkt hier hochzukommen zu dem Kollegen. Dann kann ich dem direkt schon mal das Bigoron-Schwert geben und... The Broken Knife is surely my work, ja. Ja, machen wir. Also die Wundererbse, die bringt mich auf jeden Fall schon mal problemlos hier hoch. Das ist tatsächlich mega nice zu machen. Und... Damit wird natürlich dann auch die Quest deutlich einfacher, wenn ich hier dann auf Zeit diesen Mist wegbringen muss, ja. Die Quest wird damit dann natürlich deutlich einfacher, wenn ich auf Zeit den Mist hier wegbringen muss. Kann ich hier einfach runterjumpen? Ja, ich glaube es. Ja, scheiß mal auf den Oh, ich höre eine goldene Scutula. Also ich habe jetzt mal gekonnt auf die goldene Scutula hier draußen geschissen, weil die war gar nicht so einfach zu finden. Da sollten wir uns dann wirklich, wenn wir die Items dann auch alle haben, dafür nochmal bei Gelegenheit umschauen. Wo ist denn der Krone? Ah, hier hinten. Okay, mal gucken, wie viele Tries ich hier brauche. Hä? Ist der nicht gerade noch andersrum? Hä? Wo rollt der lang? Der rollt komplett woanders lang. Der rollt dort runter. Der Fuchs rollt dort runter. Ich fass ja nicht. Und jetzt? Und der dort hinten dreht er um, ne? Ja. Okay, okay. War jetzt, dadurch, dass er hin und her rollt, ist es nicht sonderlich schwer. Ja, dann konnte ich ihn auch hier. Aber krass, dass man das eingestellt hat, dass er woanders lang rennt. Crazy. So, genau. Ja, buh, buh, buhu. About the dragon. Buh, 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 buhu. Dann fragen wir ihn noch about the Gorons, dass sie alle gefressen werden. Und dann erhalten wir die Goron-Rüstung. Wunderschön. Hat er die direkt angezogen? Das sah gerade so aus, als hätte er die direkt angezogen, oder? Okay, das waren wahrscheinlich bloß... Die ist natürlich jetzt äußerst passend zur Frisur. Ach du Scheiße, die ist ja wirklich passend zur Frise. Ist ja geil. Alright, dann können wir auch hier unten nochmal in den Laden gucken, ob hier irgendwas war. Ich habe vorsichtshalber ein Safe Set gesetzt. Genau, aber... Oh, hier gab es noch eine Schatzkiste. Ich glaube, hier waren noch ein paar Rubine drin. Genau, die können wir grundsätzlich brauchen, damit wir uns irgendwann mal diesen Scheißstein des Wissens kaufen können. Vielleicht wird er ja tatsächlich noch irgendwann wichtig. Und holen uns jetzt mal noch das Bolero des Feuers, bevor ich mich dann aufmache zu König Zora.
So, also einmal ganz gekonnt mit dem Fanger rüberziehen. Ah ja, da drüben sind noch irgendwelche Gitter. Weiß ich noch nicht so richtig, ob das gut ist oder nicht, weil die mir so ein bisschen den Weg zum Feuertempel versperren. Damit können wir uns ein anderes Mal dann auseinandersetzen, auf jeden Fall. Aber interessant. Ich will dann jetzt auch gleich noch gucken, ob es hier diese Wundererbse gibt. Vielleicht können wir ja zur Not mit der Wundererbse dort drüber fliegen, ja. Sehr gut. Bolero des Feuers damit auch. Das heißt, uns fehlt bloß noch das Lied für den Friedhof und für die Wüste. Die Frage stelle ich mir halt auch gerade. Mache ich vielleicht trotzdem dann erstmal das Gerudo-Dorf? Oder brauche ich dafür den Enterhaken vielleicht? Ja, ist halt wegen der Vogelscheuche und so weiter. Ja, ich glaube, egal wie ich es mache, es wird falsch sein. Ja, egal wie. Als ob die tatsächlich eine Flamme hier hinterlässt. Das ist ja frech. Und hier ist keine Pflanze für die Wundererbse. Das ist ja interessant. Jo, da ist der Glotzfrosch oder der Eyeball Frog und ich bin gespannt, wie viel Zeit. 2 Minuten? Das ist nicht machbar in 2 Minuten. Wie zum Henker soll ich das in 2 Minuten machen? Es gibt ja nicht mal eine Abkürzung irgendwie zum Hi. Der sieht auch anders aus. Tatsächlich, der sieht komplett anders aus. 2 Minuten? Wie zum Henker soll ich das machen in 2 Minuten? Zwei Minuten ist crazy. Ich brauche allein schon 1 Minute, um hier von Zoras Reich wegzukommen. Wie stellt ihr euch das vor in 2 Minuten? Nerv nicht. Boah, das wird eine krasse Angelegenheit, Leute. Das wird eine richtig krasse Angelegenheit. Das wird eine richtig krasse und knappe Angelegenheit. Na, nicht wiehihihi. Sondern let's go. Ja, verpiss dich. Dich braucht niemand jetzt. Oh mein Gott. Okay, wir dürfen uns keine Fehler erlauben, dann ist das machbar. Eventuell. Das wird richtig, richtig knapp. Das wird unfassbar knapp. Herr Pona, du musst jetzt hier drüber springen. Wie eine junge Göttin. Perfekt. Alright. Und rein in den Heiliger See. Wir haben noch 14 Sekunden. Das ist nicht das... Nee, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das Wee-hee-hee von Epona hat mich gekillt. Nicht checken, du sollst... Ja, okay. Können wir nochmal machen. Starke Sache. Lass mich runter. 8, 7, 6. Oh mein Gott. Ich habe nur 6 Sekunden. Ich muss erst mit dem reden. Ich muss erst mit dem reden, mit dem Trottel. Ja! Boah, leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch.
So, schaffen wir es jetzt auch noch, den zum Goron zu bringen. Schaffen wir das jetzt auch noch. Oder habe ich dafür jetzt vielleicht bloß eine Minute Zeit? Also dafür hat man ursprünglich 4 Minuten Zeit. Jetzt für das zum Goron schaffen, ja. Ursprünglich hat man dafür 4 Minuten Zeit. Ich habe 2:30. Wie großzügig. Na, steig auf. Und jetzt Epona. Schneller drehen. Nicht so viel Zeit verschwenden. Epona, willst du mich eigentlich verarschen? So. Wollen wir hoffen, dass Epona jetzt weniger Zicken macht. Meine Fresse, ey. Hoch mit dir. Okay, drehen, drehen, drehen. Und dann reite ich halt hier rechts vorbei. Ja, wenn das Epona... Dieses Scheißpferd! Weißt du, das Pferd springt über sonst was für hohe Zeug... Wisst ihr, das Pferd springt über sonst was für hohe Zäune. Und ist sich dann zu fein, um... So. Feine Dame. Schaffen wir es jetzt hier... vom Heiliasee wegzureiten, ohne dass du... Wo ist das Problem von diesem Scheißpferd? Ich check's nicht. Ich check's Rito nicht. Okay. So, rechts an der London Farm vorbei. Fix hoch in Kakariko. Okay, ich brauche nochmal Power jetzt hier. Okay. Sehr gut, das war wichtig, dass die beiden Sprünge geklappt haben. Ich hoffe, dass das Pferd jetzt nicht irgendwie dumm an der Brücke anhält. Dann raste ich aus. Okay, wenigstens das hat jetzt geklappt. Sehr gut. Okay, wir haben noch 1:20. Das sollte machbar sein, wenn mich Epona hier runterlässt. Das ist machbar mit der Wundererbse. Mit der Wundererbse ist es absolut machbar. Ohne die Wundererbse. Chancenlos. Chancenlos. So, ich denke, wir haben da noch 30 Sekunden Zeit, wenn ich auf die Wundererbse gestiegen bin. Und dann sollte das machbar sein. Trotz dass Epona hier schon wieder Faxen gemacht hat am Heiliasee. Ja, okay, das ist machbar. Okay, ich werde gerade deutlich entspannter, weil es machbar hat. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Außer mich wirft jetzt hier irgendwas runter, wie dieser komische Ranz Arachno. So. Oh, genau, hier hoch. Dann springe ich hier runter. Perfekt. Und dann haben wir es geschafft. Also, die haben sie ganz schön knackig gemacht, die Quest, ja. Alright. So, muss ich jetzt trotzdem 3 Tage warten oder hat man das verbessert? Oder muss ich jetzt noch 6-mal die Hymne der Sonne spielen? Oh, stimulating. It's working great. Okay, after a few days, okay. Gut, dann spiele ich jetzt noch ein paar Mal die Hymne der Sonne und dann holen wir uns noch das Big-Orange-Schwert ab. So, tatsächlich auch hier nach 3 Tagen ist das Schwert endlich fertig und wir erhalten das Big-Orange-Schwert. Sieht tatsächlich genauso aus wie in Ocarina of Time. Enttäuscht mich ein wenig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Enttäuscht mich ein wenig. Aber ja, damit haben wir jetzt quasi das stärkste Schwert im Game. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und damit soll es das auch gewesen sein für heute. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Mal gucken, was ich mir dann überlege. Vielleicht mache ich die Nachtschwärme am Anfang. Vielleicht
machen wir die Gerudo-Festung auch, bevor wir jetzt hier in den Feuertempel gehen. Auf jeden Fall habe ich schon mich beim Feuertempel noch ein bisschen umgeschaut, wie ich eventuell reinkomme. Ich habe eine Idee. Ja, auch die können wir ausprobieren. Und dann schauen wir mal, was das Spiel uns als nächstes für Herausforderungen in den Weg stellt. Für heute war es das. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Und dann seid super gern auch beim nächsten Mal wieder mit am Start. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüssi.